willkommen. In unserem heutigen Tutorial zeigen wir euch die Anwendung unseres Tanksanierungsmittels. Wer das Problem kennt von Korrosion und Rostpartikeln im Tank, weiß, welche Probleme das verursacht. Daher zeige ich euch heute, wie man einen Tank entrostet, ihn danach beschichtet und somit auch langfristig vor Korrosion schützt. Bevor wir starten, schauen wir uns einfach mal die beiden verschiedenen Sets an, die es gibt. Das kleine Set, perfekt geeignet für jeden Motorradtank, bis zu Größen 40 bis 45 Liter. Und das große Set für bis zu 80 Liter. Als nächstes schauen wir uns einfach mal die einzelnen Komponenten an. Jedes Set besteht zuerst aus einem Tankreiniger, danach aus dem Rostkonverter, der zur Entrostung des Tanks angewendet wird, und die anschließenden zwei Komponenten Epoxidharzbeschichtung. Jedes Set enthält noch zusätzlich ein 2K-Metallkit, was für eventuelle Reparatur von Leckagen im Tank verwendet werden kann. In jedem Set findet ihr auch noch zusätzlich eine komplette Anleitung mit Bildern, die die einzelnen Schritte der Tanksanierung beschreibt. Als nächstes müssen wir schauen, dass wir alle Öffnungen des Tanks verschließen, bevor wir den Tankreiniger hineinschütten. Dazu haben wir hier in diesem Fall verschiedene Schrauben und Muttern genommen. Dies muss jedoch je nach Tank immer geprüft werden, was am besten passt. Nachdem nun die Öffnungen des Tanks verschlossen sind, wird der Tankreiniger in den Tank geschüttet und 1 zu 10 mit warmem Wasser gemischt. Nun verschließen wir den Tank und der Tank wird einmal kräftig geschüttelt und wir lassen den Reiniger über Nacht arbeiten. Zuerst haben wir nun den Tankreiniger abgelassen. Danach haben wir den Tank so lange mit klarem Wasser gespült, bis wirklich nur noch klare Flüssigkeit herauskam, um wirklich die ganzen Korrosionsrückstände, die wir schon gelöst haben im Tankreiniger, rauszuspülen, sowie aber auch andere Reste, die sich bereits im Tank gesammelt haben. Nun schauen wir mal das Ganze uns etwas genauer an und schauen uns mal die Bilder an vom Im-Tank. Der Tank ist nach dem Abwaschen noch leicht feucht, was perfekt für die Anwendung des Rostkonverters ist. Nun schließen wir den Tank gleich wieder, haben wir bereits getan mit all den Schrauben, sodass wir nun den Rostkonverter in den Tank füllen können. Nun, nachdem wir den Rostkonverter eingefüllt haben, verschließen wir auch den Tankstutzen, sodass wir den Tank dann hier auch noch einmal kräftig wirklich schütteln, sodass das Material überall hinlaufen kann. Und nun lassen wir das Ganze noch mal bis zu 24 Stunden reagieren, bevor wir ihn erneut mit Wasser auswaschen. Gestern haben wir unseren Tank noch einmal kräftig geschüttelt, um wirklich sicherzustellen, dass der Rostkonverter jede Ecke erreicht. Heute Morgen ging es dann nun ans Spülen, und zwar gründlich. Das ist besonders wichtig, dass wirklich nur noch klares Wasser am Schluss aus dem Tank kommt. Also wirklich, es muss so lange gespült werden, bis keine restlichen Rostpartikel mehr rauskommen. Ein kleiner Tipp von mir, ich benutze immer gerne einen Kaffeefilter, wirklich unten am Auslaufhahn, ganz zum Schluss, den man drunter hält, um zu prüfen, dass wirklich keine Rostpartikel mehr rauskommen. Nun lasst uns einmal mit dem Endoskop in den Tank schauen, um zu sehen, wie der Rostkonverter gearbeitet hat. Jetzt geht es los mit der Tankbeschichtung. Zuerst müssen wir die beiden Komponenten gut miteinander vermischen. Schauen wir uns zuerst die Hauptkomponente an. Das Epoxidharz ist vor dem Mischen extrem fest. Nun vermischen wir die beiden Komponenten miteinander. Hierfür haben wir bereits ein kleines Loch in den Deckel der ersten Komponente gemacht, was uns das Mischen mit einem Rührstab ermöglicht. In der Dose der Komponente A ist genügend Platz, um beide Komponenten miteinander zu vermischen. Natürlich können die Komponenten auch manuell miteinander vermischt werden. Wir werden in diesem Tutorial einen Akkuschrauber verwenden, um das Ganze zu beschleunigen und uns die Arbeit ein wenig zu erleichtern.
Jetzt müssen wir einige Minuten rühren, bis die Flüssigkeiten perfekt miteinander vermengt sind. Um die Viskosität nach dem Anmischen besser sehen zu können, schütten wir die Tankbeschichtung in einen Messbecher. Wichtig ist, dass keine Epoxy-Reste der Komponente A in der Dose verbleiben. Nachdem das Material nun perfekt vermischt ist und alle Öffnungen des Tanks verschlossen sind, füllen wir die Beschichtung nun über den Einlaufstutzen in den Tank. Wir schützen den Tankdeckel mit einer Folie, um ihn hier innen im Rand nicht zu beschichten. Nun werden wir den Tank mehrmals drehen und wenden, damit die Tankbeschichtung das gesamte Innere des Tanks erreicht. Nachdem wir nun sichergestellt haben, dass die Tankbeschichtung alle Bereiche erreicht hat, lassen wir nun das überschüssige Material aus dem Tank auslaufen, um sicherzustellen, dass sich keine Sicken im Tank bilden. Wir haben den Tank so hingelegt, dass die größte Öffnung nach unten zeigt und fügen nun extern Luft in den Tank. Die Luftmenge am Kompressor wurde so stark minimiert, dass nur noch ein leichter Luftstrom aus der Auspasspistole kommt. Einen kleinen Hinweis für alle, die Tanks mit Schwalblechen verwenden, wie sie oft bei Sportfahrzeugen vorkommen. Es ist wesentlich sicherzustellen, dass der Luftstrom gleichmäßig im Tank verteilt wird. Ein Beispiel, wie wir das hier bewerkstelligt haben, wir haben hier 4 Löcher in den Schlauch gebohrt, sodass die Luft in alle Richtungen gleichmäßig verteilt wird. Ob der Luftstrom nun ausreichend ist, lässt sich sehr leicht testen, indem man einen leichten Luftstrom am Auslauf unten spürt. Der Luftstrom sollte auch nicht zu stark sein. Nun heißt es wieder warten und wir lassen den Luftstrom für ungefähr 5 Stunden im Tank. Nun kann der Tank einmal noch mit Kraftstoff ausgespült werden, um zu prüfen, ob es noch zu Verfärbungen kommt. Danach kann der Tank wieder wie gewohnt eingebaut und verwendet werden. Sollte es noch offene Fragen geben, kontaktieren Sie uns gerne. Ich und meine Kollegen helfen Ihnen selbstverständlich sehr gerne weiter.